Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Mario und Luigi Paper Jam Bros. Die ganzen Papiercharaktere sind im letzten Part aus dem Buch geflohen und Mopsy? Was macht der denn hier? Und er konnte flüchten, aber sie haben ihm Items geklaut. Ach nö. Dieser Typ hat gerade einen ganzen Haufen Paar-Attacken geklaut. Ohne diesen wir ganz schön aufgeschmissen. Boah, die Musik ist mega traurig. Boah. Ich finde, die Musik passt jetzt zwar gerade nicht so ganz, aber mega trauriger Soundtrack. Nicht schlecht. Jetzt ist alles aus. Für mich, für euch, für dieses Königreich und für dieses Spiel ebenfalls. Für uns alle heißt es Game Over. Seid ihr euch sicher, dass ihr mit nur diesen paar Attacken klarkommt? Tja, ihr Kälchen seid eben Warrellen. Oh, das ist aber schrecklich nett von euch. Wir sind ganz gerührt. Nehmt diese hier mit auf euren Weg. Wir haben die Paar-Attacke Roter Panzer 3D erhalten. Ich kann unter den Kampftipps nachlesen, wie ich sie einsetze. Und wir haben die Brossblume bekommen. Und das werden wir doch direkt mal machen, würde ich sagen, oder? Es ist ein beruhigendes Gefühl, eine Attacke zu üben, bevor es im Kampf dann ernst wird. Habe ich zumindest gehört. Ich selbst bin ja nicht so in die Kämpfernatur. Okay, wir werden jetzt sogar dazu gebracht, das zu machen. Zum Öffnen des Menüs berührt das blaue Symbol oder drücke einfach Start. Ich werde mal Start drücken. Oh. Wir zählen auf euch. Findet Mopsy und holt die geschuldeten Paar-Attacken zurück. Oh, und rettet auch bitte noch die Welt mit allem, was so dazu gehört, ne? Und noch ein Cheeseburger. Alles klar, ist in Ordnung. Ich werde erstmal schauen, was hier für Boxen auf uns warten. Oh, da sind mehr Münzen drin. Ja, das Geld ist hier relativ wichtig in Mario RPGs. Es gibt meistens immer Shops oder sonstige Verwendungszwecke für Geld und da ist das schon relativ wichtig. So, dann wollen wir doch mal nachschauen, was hier so möglich ist. Hier ist jetzt unser Menü. Wir haben Ausrüstung, dort gibt es verschiedene Kleidungsstücke, die uns stärker bzw. schwächer machen. Dann haben wir Items, da haben wir nur 6 Abpilze, die stellen 30 KP her und Abpilze, die stellen 50% vom Leben wieder her. Dann gibt es noch, neben den Heil-Items gibt es noch Nüsse, die heilen beide Brüder, soweit ich weiß. Siruppe stellen BP, also Brüderpunkte wieder her, kommen wir auch noch dazu. Dann gibt es noch Bohnen und Sonstiges. Dann haben wir jetzt die Tipps und ich glaube, die werden von uns ganz wichtig sein, und zwar die Kampftipps. Und deswegen werden wir jetzt doch direkt mal hier die Attacken üben, oder? Ah, üben. Der normale Sprung. Der normale Sprung. Drücke beim Landen auf dem Gegner A, um erneut zu springen. 2 Treffer, exzellent. Alles klar, einfach kurz bevor man auf den Gegner landet, A drücken. Und dann einfach nochmal. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Hat es noch irgendwann ein Ende oder muss ich einfach auf Beenden tippen? Ich tippe einfach auf Beenden. Ich glaube, das ist einfacher. Okay, den Sprung kann ich. Dann haben wir die Hammerattacke. Drücke A, sobald der Hammer glänzt. Perfektes Timing heißt exzellent. Wir holen aus. Und wenn's... Okay, kapiert. Das muss ich nochmal machen. Nein! Oh, okay. Gut, dass ich das übe. Oh yeah, exzellent. So, probiere ich jetzt noch, wenn ich jetzt noch zweimal hintereinander... Der reagiert ein bisschen spät. Man muss da früher drücken, als man glaubt. Das wird nochmal ein schönes Exzellent. Und das wird nochmal ein schönes Exzellent. So, wenn wir dreimal Exzellent hintereinander schaffen, dann glaube ich, sind wir gewappnet. Optimal. Den Hammerangriff können wir auch. Und dann haben wir jetzt die beiden Bros-Attacken. Einmal den roten Panzer. Mario tritt den Panzer mit A und Luigi mit B. Hin und her. Hin und her. Alles klar, das kriege ich hin. Wir setzen den Panzer ein. A. B. A. B. A. Oh, das ist... Das noch gelten haben lassen. Das war sehr früh gedrückt, aber die Attacke ist gar nicht so schwer.
Und ich probiere jetzt einfach nochmal. Aber eigentlich ist die Attacke echt machbar. Muss man jetzt einfach mal sagen. Boah, ich drücke hier immer einen Tick zu früh. Aber es gilt zum Glück noch, weil die ihren Fuß relativ lang vorne lassen. Okay, ich glaube... Oh, ich will es noch einmal, dass ich es richtig hinkriege. So, zack, 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 zack. Ist egal. Wir haben es zweimal auf exzellent geschafft, das passt. Auch den Panzer sollte ich beherrschen. Und jetzt noch die Brossblume. Drücke wiederholt den Knopf des Bruders, der den größeren Feuerball hält. Ja, die Attacke kenne ich schon aus den anderen Teilen. Genau wie den Panzer. Und es leuchtet Luigi. Und Mario, und Mario, und wieder Luigi, 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 Mario, 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 Mario. Verdammt, das war zu wenig. Ich weiß, dass man da nochmal richtig ausrasten kann, wenn man gut ist. Deswegen werde ich jetzt nochmal mein Bestes geben. Genau jetzt halt. Wenn man gut ist, dann holt man nochmal diese Attacke hier raus und dann kann man alles bumsen. Ich probiere es nochmal mit einer anderen Finger, also mit einer anderen Haltung der Finger. Deswegen werde ich da jetzt einfach nochmal schauen, ob... Oh ja, so geht es fast besser, wenn ich meinen 3DS auf den Tisch lege. Wenn ich meinen 3DS auf den Tisch lege, dann kann ich nochmal richtig ausrasten. Oh yeah. Alles klar. Dann sollten wir jetzt eigentlich alle Attacken können, die wir zum momentanen Zeitpunkt drauf haben. Ja, hier sind noch Grundlagen, Zugreihenfolge und so weiter. Das werde ich euch alles erklären. Kein Problem. Über die Welt haben wir momentan... Ja, auch jetzt nicht so interessante Sachen. Und oh, Story. Was haben wir denn momentan? Im Pilz verlassen, dass im Geheimnis im Buch eine Menge Papiercharaktere entflattert. Jetzt sind Mario und Luigi gefragt. Durchkämme den Pilzpalast und bereite dich auf deine Abenteuer vor. Ja, da sind wir gerade dabei. Oh, Moment, ich habe noch zwei Menüpunkte übersehen. Und zwar einmal den Status von Mario und Luigi. Das ist einfach so, da sieht man, was die so drauf haben. Es gibt wohl auch irgendwie Boni für den Rang. Und noch eine Sammlung. Da sieht man, oh... Anzahl der Blöcke, gegen die du gesprungen bist und Anzahl der von dir geretteten Papiertaus. Da sieht man, ah, das könnte ein Indikator für die 100% sein. Wenn man überall die Blöcke und die Papiertoads sozusagen auf 100% hat, vielleicht mache ich doch noch die 100%. Wenn das einem hier so schön an... ich werde es mir überlegen. Entschuldigt bitte die Aufregung von vorhin. Wir haben uns alle wieder beruhigt. Jetzt geht's uns wieder top. Okay, von der anderen Seite der Tür sind Stimmen zu hören. Wären wir doch nur mehr von unseren Papiertoads, dann könnten wir es wohl zustande bringen. Du meinst doch nicht etwa unser Spezialgeheimprojekt? Es wäre nicht ganz einfach, aber mit ein paar mehr von uns könnten wir es schaffen. Sieh mal eine an. Wahrscheinlich ist das die Belohnung, die man bekommt, wenn man genug Papiertoads sammelt. Wahrscheinlich, je mehr Papiertoads man sammelt, desto mehr füllt sich diese Leiste hier. Und wenn sie genug sind, bekommt man von den Papiertoads einen Bonus. Würde ich jetzt mal schätzen. Sehr cool. Also, ich werde die Papiertoads auf jeden Fall sammeln, allein schon um den krassen... Bonus zu bekommen, den die da zusammenbauen. Nano, wo ist er denn hin? Wahrscheinlich meinte den Shopkeeper hier. Okay, dann haben wir die Seite des Schlosses auf jeden Fall mal angeschaut. Unten auf der Karte seht ihr auch immer, wo wir uns gerade befinden, dass ihr auch nie den Überblick verliert. Und was hat der in seinem Sack? Pilze, frische Pilze. Ah, guten Tag, Freunde. Lieferant sein ist gut für die Arme, das kann ich euch sagen. Der Pilzsack ist ganz schön schwer. Können wir mal kurz nachzählen? 10, 32? Nanu, da fehlt ja einer von den normalen Pilzen. Oh, wenn das mein Chef erfährt. Wir haben einen für dich. Was, willst du den Pilz geben? Ja, hier, kannst haben. Vielen Dank, Mario. Jetzt kann ich die Lieferung doch noch abgeben. Oh, wir haben einem Pilz geholfen. Einem Tod. Oh, wie süß. Ich habe einen ganz besonderen Pilz. Nimm mir das Zeichen der Dankbarkeit. Der tauschständig ist in Ordnung. Einen normalen Pilz gegen einen Wunderpilz. Ich glaube, da haben wir Gewinn gemacht. Hier haben wir nochmal einen Block. Oh, geht etwa schon? Habt ihr auch alles, was ihr braucht? Weiß nicht, schon mal bei den Läden nebenan vorbei. Da wollte ich gerade hingehen. Hier drüben scheint wohl noch ein zweiter Laden zu sein. Und immer, wenn ich in einen neuen Raum gehe, erweitert sich unten die Karte. Das ist cool, dann sieht man von Anfang an nicht alles, aber man sieht trotzdem, in welche Richtung es weitergeht. Man behält es immer ganz gut den Überblick. Die Karte gefällt mir sehr gut und wie gesagt, auch soundtracktechnisch und grafisch hat mich das Spiel sehr angesprochen. Über Pilze kannst du deine Kapi wieder auffüllen. Wenn du so wackelig auf den Beinen bist, schnapp dir einen Pilz. Wie mache ich? Bei jeder Paar-Attacke werden BP verbraucht. Diese kannst du mit Sirup auffüllen. Da, die erklären es euch doch schon. Dann muss ich das gar nicht machen. Und hier schaut meine an. Da drüben ist noch ein Block, den habe ich gesehen. Mit 3 Sirupen. Wow, okay. Und was gibt's jetzt hier im Shop? Hier gibt's Kleidung, oder? Willkommen im Ausrüstungsladen.
Ja, wir können die sogar kaufen und verkaufen. Und was sind Punkte? Ah, die kriege ich wahrscheinlich, wenn ich einkaufe. Wahrscheinlich, wenn ich einkaufe. Je nach Einkaufswert bekomme ich Punkte. Und wenn ich genug Punkte habe, kriege ich einen Bonus. Nice. Und hier könnte ich mir jetzt schon Ausrüstung kaufen. Die hier würde beispielsweise meinen Angriff um 7 steigern. Das ist krass. Da gönne ich mir doch gleich mal ein paar. Ein paar mäßige Stiefel. Die rüsten wir gleich aus. Und zwar auf Mario, genau. Und dann haben wir noch einen mäßigen Hammer. Der steigert auch den Angriff. Ja, komm. Pushen wir Mario doch gleich mal. Warum nicht? Zack, ausrüsten. Super. Luigi ist gut so, wie er ist. Danke für deinen Besuch. Willkommen im Itemladen. Hier kann ich wahrscheinlich, ja, Nüsse, das Zeug kaufen. Aber ich glaube, davon werden wir auf der Overworld genug finden. Hier bei dem werden wir wahrscheinlich eher noch was verkaufen. Und der hier drüben hat willkommen. Das will ich jetzt ganz sagen, aber mein Laden ist noch nicht offen. Okay. Sieht irgendwie nach... Sind das Karten? Sieht nach irgendwelchen Karten aus. Werden wir noch rausfinden. Kenne ich so aus dem Mario und Luigi Teilen bisher noch nicht. Jetzt haben wir, glaube ich, alles gesehen und können nun das... Toadette? Gut so. Und Sprung. Was macht Toadette hier? Oh, hallo auch. Schaut mal, was ich gebastelt habe. Ich habe ihn so gebaut, dass man die Einzelteile austauschen kann. Ist ja nicht toll. Ich habe auch nur 3 Stunden daran gesessen. Alles klar, ich bastle auch einfach mal 3 Stunden irgendwelche Papierfiguren. Unglaublich, das stimmt. Man weiß ich gar nicht, wohin mit allem mit meinem Talent. Mein nächstes Projekt steht auch schon fest. Ein überlebensgroßer Kartonkoloss. Viel Erfolg bei eurem Abenteuer. Ich würde zu gern mitgehen. Ich bin nur im Abenteuern ziemlich gut, musst du wissen. Ist das eine Anspielung auf Captain Toads Treasure Tracker? Ah, da sind 3 Papiertoads. Cool. Puh, haben wir dich ja gerade noch rechtzeitig erwischt. Wir möchten etwas für eure Reise geben. Wir haben den Kopierblock erhalten. Okay. Diesen Kopierblock haben wir ganz allein gefertigt. Wir glauben, dass er euch sehr nützlich sein wird. Ich habe noch nie zuvor einen Kopierblock gesehen. Der ist ja toll. Danke, in diesem Raumwänden gibt es so einiges cooles Zeugs, das ich noch nie zuvor gesehen habe. Wir waren so frei, ein paar Sachen davon zu entwenden, um den Kopierblock herzustellen. Wir sind ein paar fingerfertige Gesellen, darum wollen wir bald auch Sachen aus Papier basteln. Unsere Ideen werden euch gefallen. Papier, was? Wie faszinierend. Mit meinem Hirn und der Geschicklichkeit dieser Gesellen. Nun, dann sind die Möglichkeiten unbegrenzt. Nun denn, wir machen uns wieder an die Arbeit. Viel Glück für eure Abenteuer. Oh ja. Ich werde auf jeden Fall Papiertot sammeln. Ich will, dass sie mir cooles Zeug zusammenbasteln. Ich sehe mir mal an, was sie so fabrizieren. Wer weiß, vielleicht tun wir es ja zusammen und erschaffen Großartiges. Ja, schön wär's. Kann ich meine Abenteuer gut gebrauchen. Eine Sekunde noch. Eine Sache muss ich euch noch mitgeben. Solltet ihr im Zuge eures Abenteuers mal nicht mehr wissen, wohin ihr gehen sollt, dann werft einen Blick auf die Karte, auf den Touchscreen und sucht nach dem Pfeil. Ja, nicht zu übersehen. Dieser schniffi-schnuffige Pfeil weist in die Richtung, die ihr einschlagen solltet. Was auch immer passiert, das solltet ihr nicht vergessen. Mache ich, Toad. Also dann viel Glück. Und wir können das erste Mal das Schloss verlassen und befinden uns im Schlossgarten. Wow. Und hier ist ein Lakito und ein Heilblock. Hier können wir uns komplett heilen. Hier sind diese Blumenringe, sehen sehr verdächtig aus. Gibt es hier irgendwas? Nee, anscheinend nicht. Irgendwelche unsichtbaren Blöcke? Auch nicht. Hier haben wir einen Block mit Münzen. Da nehme ich natürlich so viele mit wie möglich. Und hier haben wir auch noch einen Block mit 5 Münzen. Und ist das ein Gegner? Nein. Guten Tag, Prinzessin Peach hat mich gebeten, euch auf eurer Reise zur Seite zu stehen. Es wird euch doch nichts ausmachen, wenn ich ein paar Notizen zu einem Gespräch mache, oder? Nee. Die Subjekte scheinen auf das vorhin liegende Abenteuer konzentriert. Allerdings liegt ihr Gesprächsbereitschaft in extrovertierter Persönlichkeit nahe. Ein positiver Charakterzug, doch bleibt zu hoffen, dass Fremden gegenüber eine gesunde Vorsicht an den Tag gelegt wird. Nicht jedem liegt das wohl an unseren Abenteurer am Herzen. So, das wäre erledigt. Dabei habe ich mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Lakitu, äußerst erfreut. Wie bereits erwähnt, habe ich Prinzessin Peach beauftragt, euch falls nötig mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Dazu gehören natürlich auch regelmäßige Berichte an den Pilzpalast. Ist eher sowas wie der Speicherblock? Bin jedenfalls stets an eurer Seite, solltet ihr Hilfe benötigen. Da ihr alle gerade allerdings nicht so aussieht, als bräuchtet ihr Unterstützung, glaube ich, fürs Erste auf Abstand.
Einen Rat möchte ich aber noch mit auf den Weg geben. Vergesst nicht, regelmäßig zu speichern. Unterbrecht ihr das Abenteuer ohne zu speichern, dann habt ihr verkackt. Und das wollen wir ja nicht. Nee, wollen wir echt nicht. Nein, er ist nicht der Speicherblock. Den Speichernknopf haben wir hier unten, ne? Das sieht dann so aus. Ich gehe einfach mal auf Speichern, damit ich immerhin schon mal den Spielstand erstellt habe. Momentan spielen wir immer noch auf unserem aktuellen neuen Spielstand. Juhu! Wir haben gespeichert. Also wir können anscheinend überall und immer speichern. Das finde ich... Finde ich okay. Finde ich okay. Hey, das ist doch Mario. Nee. Weiß nicht. Irgendwie sieht er anders aus. Stimmt, Mario war schon immer etwas rundlicher, aber noch nicht so fett. Hey, was schaut ihr mich so an? Was habe ich auf... Ach, wer ist auf der Stirn? Zieh den hier mal an. Hey, bleibt mir vom Leib, ihr... Hey, von unten weg. Der ist ja flacher als Luigis Witze. Jetzt zerknüttet er mein Gesicht. Wenn meine Schuhe Risse bekommen, könnt ihr aber was erleben. Jetzt reicht's. Hey, alles in Ordnung, Bro. Nichts ist in Ordnung. Hast du gesehen, wie die mit mir umgesprungen sind? Jetzt bin ich ganz geknickt und zerknittert. Bringen wir dir mal Manieren bei. Und wir haben unseren ersten... Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Das ist die Musik aus dem allerersten Mario und Luigi in einer Remix-Version. Und ich liebe sie. Die ist so geil. Wie geil. Ich habe jetzt schon Bock aufs Campen. Oh, Leute, ich bin so gehypt auf das Spiel. Das ist so mega. Mario, Luigi, euer letzter Kampf liegt auch schon eine Weile zurück. Ich habe geübt. Ich habe geübt. Wisst ihr noch, wie es geht? Ja, ich weiß, wie es geht. Ja, bla, 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 bla. Ich weiß, wie es geht. Ich habe mir mein Kampfbuch schon angeschaut. Ja, die Kampftipps wurden jetzt hinzugefügt. Aber das geht auch ohne. So. Sprung. Zack. Und... Ja, ich weiß, wie es geht. Man merkt's. Mit ihm werde ich einfach mal den Hammer probieren. Und Luigi haut ein Exzellent raus. Aber sie stehen noch. Und wenn es mal nicht so gut läuft, immer dran denken. Die Modi-Demo und Üben ist immer verfügbar, sogar im Kampf. Jo, danke. Jetzt, Ach du Scheiße. Okay, woran sehe ich, wen er angreift? Okay, man muss irgendwie ein bisschen raten. Man kann natürlich im Notfall immer mit beiden springen. Aber das finde ich ein bisschen noobig, muss ich sagen. Ich beschränke mich da immer lieber auf einen. So, jetzt haben wir hier ein Exzellent geschafft und haben den gekillt. Und ich denke mal, mit Luigi werden wir jetzt einfach mal... Ah, wir haben gar nicht. Nein, 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 Moment. Zurück, zurück. Ich dachte, wir hätten den Panzer, aber den haben wir gar nicht. Deswegen werde ich mit Luigi ganz normal angreifen. Nächstes Mal, wenn uns noch mehr Goombas gegenüberstehen, dann werde ich mal die Blume einsetzen. Weil ich denke, dass die Blume... Ah! Ich sehe immer nie, wenn er Mario angreift. Weil ich denke mal, dass die Blume gegen Papiergegner sehr effektiv sein wird. Und dann haben wir den auch noch gekillt. Und bekommen unsere erste Erfahrung. Sollte die Flagge hier die Spitze der Fahnenstange erreichen, bekommen wir ein Level up und können unsere Werte pushen. Nächstes Mal bringe ich einen ganzen Stapel mit. Dann könnt ihr was erleben. Dann seht ihr selbst, wie es ist, zerknittert zu werden. Ist okay. Der war mal einfach mal richtig sauer auf uns. Die Typen eben spielen doch zwar auf, aber da waren das doch eher Papiertiger. Kann sich immer alles glatt gehen. Was labert Mario? Wisst ihr noch, was Papierprinzessin Peach sagte? Wenn die Schergen bei der Bowser gemeinsam Sachen machen, könnte es haarig werden. Und da bin ich auch schon sehr gespannt, muss ich sagen. Oh, und wir kommen nun zu Bowser, wie er wahrscheinlich seinen Doppelgänger kennenlernt. Hey, Scherge, was steht? Was läuft mit unserem Plan, Mann? Ah ja, der Plan. Er geht voran. Läuft alles nach Plan. Ja. Nennst du das etwa einen Bericht? Na los an die Arbeit heute noch. Jawohl, euer Zornigkeit. Dann schaff mir dieses kleine Mario-Problem sofort aus der Welt. Alle Schergen sollen sich auf die Suche nach ihnen machen. Na na, was sind denn das für Manieren? Bitte entschuldigt eure Schleichsamkeit, ich habe nur mit mir selbst geredet. Wo bin ich? Ich wusste nicht, dass ihr unter die Bauchredner gegangen seid. Gute Güte! Papier-Bowser! Was ist gerade passiert? Aber,
Wer ist der denn? Meine Augen spielen meinen bösen Streich. Ich sehe zwei Bowser. Ich weiß nicht, wie du hier reingekommen bist, aber mach die flatter, Mann. Das ist meine Festung, du billige Kopie. Ha, dass ich nicht lache. Du bist die Kopie. Du kopierst ja sogar meine Beleidigung. Hab, bevor ich dich zu Konfetti verarbeite. Versuch's doch, wenn du dich traust. Und Kamek hat voll verkackt. Die beiden Bowser arbeiten ja mal richtig gut zusammen. Nimm das. Und das auch noch. Gar nicht übel, jetzt gibt's das auf die Hörner. Wie schmeckt dir das? Nimm das. Ah, für so ein Fliegenmich, das ist ziemlich stark, die Linke. Euer Niederträchtigkeit. Euer Niederträchtigkeit. Was? Ich hab gerade keine Zeit. Was? Und sie prügeln sich schon wieder. Ernsthaft? Seine Streitsüchtigkeit ist gerade unpässlich. Was gibt's? Im ganzen Pilzkönigreich regnet es flache Toads und Schergen vom Himmel. Was sagst du da? Ein ganzer Stoß Papierdinger kam aus dem Pilzpalast geflogen. So langsam ergibt das alles einen Sinn. Man erzählt sich von einer anderen Welt, die zwischen den Seiten eines Buchs existiert. Ich dachte, dass es sich dabei nur um eine Legende handelt. Doch nach allem, was sie mir erzählt haben, muss ich davon ausgehen, dass dieses Buch tatsächlich gibt. Und es klingt so, als würde es sich im Pilzpalast befinden. Hey, du Abklatsch! Ich denke, du siehst, worauf ich hinaus will. Du bist doch der Abklatsch! Dabei hast du echt Glück, mein Look steht nämlich nicht jedem. Finde ich auch. Ist ja irre. Als wäre mein Spiegelbild aus dem Spiegel gesprungen. Mir war gerade furchtbar langweilig. Da kommst du mir gerade recht. Ich bin Bowser Junior. Echt jetzt? Ich heiße genauso. Sollen wir zusammen spielen? Die vertragen sich. So langsam bekomme ich Kopfschmerzen. Boah! Die prügeln sich immer noch wie die Römer und mit den Galliern. Eure Grausigkeit, beruhigt euch. Hey, kann mir mal jemand helfen? Au, lass mich raus, bitte. Ja, Vollpfosten. Aber war ja von Anfang an klar. Lief nur mir gerade ein Schauer über den Rücken. Hoffentlich war das nur der Wind und nicht eine ominöse Vorahnung. Egal, lassen Sie Papiertauts retten. Oh ja, das würde ich sehr gerne machen. Allerdings sind wir schon wieder am Ende vom Part angekommen, Leute. Oh, die Parts vergehen echt schnell. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel immer noch. Ich weiß, es ist gerade sehr storylastig, aber das ist halt ein Mario und Luigi. Und mit diesen Blumen kann ich nichts machen, oder? Die sehen irgendwie so verdächtig aus, finde ich, aber irgendwie nicht. Und was ist das hier? Oh Mann, wir haben noch so viel zu entdecken. Aber hier sind immerhin ein paar Münzen, die ich mitnehmen kann. Und da oben haben... Moment mal, an die komme ich doch ran, wenn ich von hier oben springe. Ja. Und hier haben wir auch noch Blöcke. Moment, da mit denen hüpfe ich gleichzeitig. Achso, die muss ich einfach nur aktivieren, dass das Tor aufgeht. Alles klar. Cool. Na, dann werden wir doch mal schauen, was sich dort hinten befindet. Aber erst im nächsten paar... Geil, Abmoderation verkackt. Egal. Meine lieben Freunde, lasst mir einen Daumen nach oben, damit es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Euer Hübi. Haut rein.